Ja, hallo Leute, jetzt sind ja ein paar Wochen schon ins Land gegangen, wo ich mit dem Trike Explorer durch die Gegend fahre. Ich wollte mal zum Fazit kommen. Also, was ihr ja mitbekommen habt, habe ich anfänglich Probleme gehabt mit den Solarflächen. Also mit Emi da noch am Verhandeln gewesen. Diese Verhandlungen sind jetzt komplett in den Sande verlaufen. Die wollten mir dann ersten Teil anbieten, da habe ich gesagt, nö. Sehe ich eigentlich nicht ein, so teure Solarflächen und dann nur einen Teilbetrag wieder zu bekommen, fand ich schon ein bisschen unverschämt. Dann kam ja noch mit dazu, dass einmal das Display, sage ich euch gleich, habe ich ja wechseln müssen, weil das gleich auch während der Fahrt ausgegangen ist und nicht mehr angegangen ist. Genauso wie ein Spiegel während der Fahrt abgebrochen ist, ohne dass ich irgendwo angeschlagen bin, sondern einfach hier. Das Alu ist einfach gebrochen. Also ich nehme an, schon Produktionsfehler. Hier den Sitz habe ich gerade schon wieder gerichtet. Ich zeige euch mal, was da das Problem ist. Und das ist auch so typisch Fusch. Also sowas kann ich nicht bringen. Da haben sie Klebeband einfach mit einem Kabelbinder hingebunden, weil die Klebefläche wohl nicht gescheit ist. Jetzt ist das ganze Ding nach unten gerutscht, rutscht natürlich ständig nach unten. Ich musste ständig wieder fest hochmachen und festschnallen. Die Kette springt über die Schaltung. Wir haben jetzt schon die Kette getauscht, weil wir gedacht haben, vielleicht liegt es an der Kette. Dem ist nicht so, also müsste ich wahrscheinlich das ganze Schaltwerk tauschen. Ja, wahrscheinlich auch die Schaltung selber tauschen, dann haben wir ja immer noch das Problem mit dem Halter hier, das werde ich aber auch noch beenden. Bremsen habe ich ja schon geändert, da ist ja jetzt alles, beide Bremsen vorne auf dem einen Bremsgriff gelegt. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Dreieck zu tun, das ist einfach so. Dann kommt ja mit dazu, dass ich hier schon Aluhülsen reinmachen musste, weil der Aluwinkel natürlich viel zu dünn ist vom Gewindegang her, dass die Vibrationen, die hier herrschen an dem Dach, dass das natürlich nicht hebt, ist irgendwo ganz klar. Ich meine, wie kann ich in so einen dünnen Aluwinkel ein Gewinde reinschneiden für M, was ist das, M6 oder sowas? Ne, M8 ist es. M8, Entschuldigung. M8, in der Hoffnung, dass das hebt. Das geht nicht bei den Vibrationen, die das Dach aushalten muss. Ja, dann ansonsten sämtliche anderen Schrauben sind wirklich mies verarbeitet. Also ich weiß nicht, ob es so ist, wie sie es in dem einen Video zeigen, wo der Arbeiter mit dem Akkuschrauber da schräg den Akkugewindeschneider ansetzt, ob das wirklich alles so gehandhabt ist, würde erklären, warum die ganzen Schrauben hier allesamt, selbst wenn man sie festzieht, immer wieder aufgehen. Ich musste die jetzt alle mit Loctite sichern. Ja, vor allem auch hier unten die tragenden Schrauben vom Solardach, die hier. Die gehen ständig auf. Ja, also durchdacht ist das Ganze nicht so wirklich. Dann zum Solardach selber, dass ihr mal seht, dass das nicht übertrieben ist. Das Ding hier geht immer weiter auf. Ich bin jetzt extra noch nicht so groß bei Nässe gefahren. Hier genauso, da seht ihr ja, es schlägt schon Blasen. Ja, also die Solarflächen taugen wirklich nichts. Also das ist jetzt nicht irgendwie, weil sie schlecht laminiert sind oder so. Das wäre mir ja noch egal gewesen, wenn sie die Leistung gebracht hätten. Weil das meint ja Emi dauernd, die wären doch so toll von der Leistung. Es ist eben nicht so die Sache. Also die Leistung stimmt überhaupt nicht. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass eine Solarfläche 264 Dollar kostet. Ja, also über 250 Dollar pro Zelle. Ja, und dann wollten sie mir jetzt 520 anbieten für 8 Zellen, wo alle 8 Zellen nichts taugen. Ja. Also sind 2100 Dollar und dafür wollten sie mir dann 525 Dollar entgegenkommen. Ja, wo davon ausgehen kannst, also die Zelle, dann ist glaube ich die Zelle, die geht einigermaßen, obwohl sie auch einige Beschädigungen hat, aber keine, wo jetzt wirklich durchgehend sind und die Zelle hat auch offene Stellen. Und bei den anderen vier, die ich noch nicht benutzt habe, wo ich bloß meine Messung gemacht habe, stimmt auch die Leistung nicht und sind auch beschädigt. Was ist noch, was mir so arg ins Gewicht, ja, also die Kettenspringerei, vorne springt die Kette auch dann raus. Die
Stützhalter, die sie hier einbaut haben, mitsamt dem Display, wo der da vorne festgemacht war, was ich auch noch ändern musste, alles, was so nicht ausgemacht war und auch vom Verkaufsbild und vom Verkaufsvideo nicht so war. Aber sie haben es ja dann einfach mal so geändert, weil sie Lust drauf hatten, ohne zu fragen. Dasselbe ist auch ja mit den Haltern für die Reifen. Dann habe ich noch, ich nehme an, es liegt an Spureinstellungen noch, wo ich vielleicht noch hinkriege. Beim Fahren hatte ich ja erst das Einschlagen des Problems, das haben wir aber in den Griff gekriegt, indem wir hier nochmal komplett alles festgeschraubt haben. Das hat sich nämlich auch gelöst gehabt. Aber was ich immer noch habe, ist beim Fahren, sobald ich ein bisschen schneller fahre und das Lenkrad loslasse, kriege ich sofort so ein Flattern auf die Räder. Also muss ich auch mal gucken, ob ich das noch in den Griff kriege. Ja, sonst die Verkabelung war halt auch ziemlich mies, das habe ich alles nochmal überarbeiten müssen, genauso wie hier. Da habe ich mir jetzt von einem alten Fahrradschlauch umlegt, dass es nicht durchgerieben wird, genauso wie da unten. Ich meine, sowas muss ich doch, also wenn ich serienmäßig sowas baue, sowas muss ich doch im Auge haben. Und Entschuldigung, das hat auch nichts mit japanischer Handhabung oder sowas zu tun, sondern das ist einfach normales Wissen. Dann hier seht ihr, wie schlimm das aussieht. Da bin ich bloß ganz leicht mal gegen die Holztüre gekommen. Das ist ganz billiges Material, aber das ist jetzt mal gar nicht so tragisch. Also, da rege ich mich auch gar nicht drüber auf. Da kommt eh eine andere Folie drauf und gut ist, oder ich mache sie ganz weg und dann sieht man das Alu. Aber dann lasse ich es lieber, ganz ehrlich, bevor ich so einen dünnen Scheißer drauf mache, wo man bloß einmal irgendwo ganz leicht dagegen kommt. Also ich könnte es euch zeigen, wenn ihr jetzt hier macht, guckt, seht ihr das? Also ich brauche da gar nicht fest drücken, ich kriege das mit dem Fingernagel so abzogen. Also so dünnes Material ist das, das geht gar nicht. Aber allgemein halt, die Verarbeitung von dem Dreieck ist nicht wirklich gut. Muss ich jetzt ehrlich gestehen, weil jetzt fahre ich ein paar Wochen damit und ich bin nur am Schrauben nachziehen. Ja. Ständig am Schrauben nachziehen. Und viele habe ich mittlerweile schon mit Loctite gesichert. Ich hoffe, dass die jetzt Ruhe geben, aber viele von den Gewinde sind ziemlich ausgeschlagen. Also daher definitive keine Kaufempfehlung. Also von der Begeisterung, die ich vorher hatte von Mordreik oder Dreieck Explorer, wie sie sich auch immer nennen wollen. Vor allem auch mit dem Display zum Beispiel, ich habe die EMI angeschrieben, ja, und der Dämpfer war ja auch noch gedacht kaputt. Was ich aber dann rausgestellt hatte, die hatten da hinten, hier, können ja so Hülsen rein, also so Gewindehülsen, wo eigentlich nur aufliegen, hatten die da Imbusschrauben reingeknallt und hatten das so festgeknallt. Jetzt kriege ich ja noch Besuch, guckt euch das mal an. Ich habe aber nichts zum Fressen. Die hatten das so festgeknallt, dass der Dämpfer sich gar nicht bewegen konnte, also der konnte gar nicht kippen. Also und das zur Ingenieursleistung von dem tollen Ingenieur, der mir ja sagen wollte, dass das nicht geht mit der Anhängerkupplung hier hinten, ja, die ich jetzt gebaut habe. Und es geht wunderbar. Quack, quack. Wollt ihr mitmachen im Film, ja? Okay. Das ist auch so ein Ding, ne? Ich meine, wie kann ich einen Dämpfer so einbauen, dass er sich nicht bewegen kann? Ja. Dann auch die Verkabelung hier unten, die war eine Katastrophe, das habe ich alles nochmal neu gemacht, also ich habe hier alles aufgemacht. Dann hier diese schönen Klettverband-Dinger, ja. Die Nähte sind so, dass sie jetzt schon aufgehen, ja. Also, und ich bin da halt wirklich viel gefahren, ja. Gut, jetzt sind es mit dem anderen Display waren es glaube 200 Ungrad, jetzt sind es da 385, also etwas über 600 Kilometer insgesamt wahrscheinlich, aber nach 600 Kilometer solche Schäden noch schon, also naja, da möchte ich nicht wissen, was ist, wenn ich nachher 10.000 Kilometer habe. Gut, ich bin ein guter Handwerker, ich kriege alles repariert, aber man muss halt auch sagen, wenn man so ein Teil kauft, wenn es auch günstiger ist wie in Deutschland. Ich habe es jetzt übrigens nochmal nachgerechnet, also ich habe mich da überkalkuliert. Also mit Einfuhrzoll und allem drum und dran sind es knappe 8.300 und dann kommt es natürlich immer darauf an, wie der Dollarkurs gerade ist und wie die das mit dem Zoll gerade handhaben.
Und ja, wie weit die Versandkosten gerade auch sind, spielt ja alles eine Rolle. Aber so um die 8,5 müsste rechnen fast. Ja. Und für 8,5 erwarte ich eigentlich ein Fahrrad, wo ich dann, wenn ich es zusammengebaut habe, auch eine ganze Zeit lang benutzen kann, vor anfangen zu schrauben. Und nicht alle 100 Kilometer irgendwelche Schrauben nachziehen zu müssen. Ja. Daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht nochmal kaufen und ich kann euch auch definitiv nicht empfehlen, bei Trike Explorer irgendwas zu kaufen. Ja, also bin super enttäuscht im Nachhinein, vor allem mit der Kulanz, die sie da an den Tag legen. Also wie gesagt, den Dämpfer und das Display wollte sie mir ja eins zuschicken und dann hat sie mir aber den vollen Preis für das Display und die Versandkosten berechnet. Also und ich habe es dann hier bei Amazon bestellt und war im Endeffekt billiger und zwar sofort da. Ja, bei Emi hätte ich dann wieder 6 Wochen warten müssen. Ja, und das geht gar nicht. Ich meine, das ist definitiv in der Garantiezeit kaputt gegangen, das Display. Und dann muss man sowas tauschen, kulanterweise. Ja, ohne so ein Theater zu machen. Vor allem, wenn man bedenkt, ich habe extra für sie ein Video gemacht, wenn das auch jetzt nicht so der Oberklick-Videobringer ist, aber trotzdem. Ich meine, ich hatte eigentlich ein anderes Gefühl bei ihr am Anfang. Sie hat sich erst so Mühe gegeben, aber nachdem das Geld drüben war, war auf einmal alles vorbei. Ja. Dann war auch kontaktmäßig ziemlich schwierig, sie zu erreichen. Dann gingen Tage ins Land, bis sie mir mal geantwortet hat. Und auch erst, nachdem ich böse geschrieben habe, ja, und gedroht habe, dass ich dementsprechend auch mal ein Video mache und jetzt ist auch mal Zeit dafür, weil jetzt kann ich auch ein Urteil darüber sprechen, jetzt bin ich genügend Kilometer damit gefahren und kann euch meine Ergebnisse so sagen. Ja, was es zum Beispiel auch noch so aufgefallen ist, wo ich auch mal vermute, dass es mit dran liegt, ist, wenn ihr hier mal das Schaltgestänge anguckt, das ist komplett verzogen. Ja, wir haben da jetzt noch nichts dran rumbogen, weil wir dachten, wir lassen es erstmal so. Vielleicht sollte es auch so sein, aber sieht ein bisschen arg verbogen aus. Oder ich weiß auch nicht, wie ihr das seht und wie das jetzt hier in dem Video rüberkommt. Aber ich muss halt sagen, es sind einfach zu viele Kleinigkeiten, die da dagegen sprechen, da irgendwas zu kaufen. Vor allem, wie gesagt, ich meine, jetzt mal abgesehen von den Solarflächen, was ich schon ziemlich eine Sauerei finde, wie sie mit dem mir da umgehen, ist sowas wie zum Beispiel, wenn wirklich Defekte am Rad sind, wo ausgetauscht werden müssen. Entschuldigung, man kann eben vom Kunden verlangen, Versandkosten plus den Wert des Austauschobjektes. Weil wenn nach knapp 200 Kilometern das Display ausfällt, dann ist das definitiv eine Garantiesache. Ja, da war das Trike gerade mal 4 Tage alt, wo das Display ausgefallen ist. So, jetzt habe ich aber viel gelabert in dem Sinn. Klar, man kann es kaufen. Wenn man viel gern schrauben will, dann ist es ein günstiges Trike, kann man gar nichts sagen, ja. Aber man muss einem klar sein, man muss viel dran schrauben und alles, was kaputt geht, muss man aus der eigenen Tasche zahlen. Und das ist im Service gleich null und das ist, finde ich, nicht wirklich korrekt. Auch für eine Firma in China, weil da bin ich mit anderen Firmen, ich arbeite viel mit Firmen aus China, die sind eigentlich alle super kulant. Ja, also entweder kriege ich sofort einen Teil zugesendet, ohne dass ich es andere hinsenden muss, ja, und mache halt ein Foto oder so, das wollen sie gerne immer sehen und ein kleines Video drüber. Ich meine, das habe ich ja hier mit den Solarflächen auch gemacht und ich denke mal, das ist mehr wie eindeutig, also man sieht es, glaube ich, ich weiß nicht, wie die Kamera das einfängt, also schon alleine die Laminierung. So kann man keine Solarflächen laminieren, nicht profihaft mäßig, ganz ehrlich, also das ist Hinterhofarbeit, ja. Und dann halt solche Beschädigungen drin, dass die Kabel blank liegen und die Löcher immer größer werden, also geht einfach nicht. Aber jetzt ist das Video lang genug, schon fast 15 Minuten, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier meine Meinung mit gut tun, dass ihr euch das gut überlegt, falls ihr überlegt hattet, euch auch so ein Trike zu kaufen. Ja, Meinung nach, lasst die Finger davon, kauft, legt lieber ein paar Euro mehr, kauft bei Eis oder bei HP 1 und baut euch das Solardach nach, also das ist so schwierig ist nicht. Ihr müsst halt gucken, dass ihr hinten
so ein Quertraverse hinkriegt. Ich zeige es euch mal, dass ihr es vielleicht nachbauen könnt. Ja. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Lenkkopf und dann halt ein Stab rüber als Auflage. Und vorne braucht ihr halt solche Schellen, weil die kriegt man bestimmt auch irgendwo her. Und vorne braucht ihr halt solche Schellen. Dann könnt ihr das Dach auch selber machen. Ja. Weil das ist nichts anderes als zwei Alurohre ineinander gesteckt, eingeschnitten, dass man sie hier unten klemmen kann, dass man sie Höhen verstellen kann. Und dann hier oben einmal eine Schraube quer durch und in den Winkel rein. Aber den Winkel würde ich so definitiv, wenn ich es bauen würde, nicht machen. Ja, also ich würde das komplett anders bauen. So, aber in diesem Sinne, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich mache Schluss. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Ich wünsche euch was.